Okay, nehmen wir an, du stehst in einem Aufzug und neben dir steht eine wunderschöne Frau in engem Kleid und du spürst ihren ganzen Körper und es ist heiß. Und jetzt möchte ich von dir wissen, woran du wirklich denkst. Und was glaubst du wohl, woran denkt sie? Also auf jeden Fall nicht an Sex. Ach. Männer müssen ihn reinstecken, wo es nur geht, und Frauen denken nur an Liebe und Geborgenheit und so ein Schwachsinn. Ja, sowas in der Art. Du hast doch überhaupt keine Ahnung. Erst versuchst du Streit mit mir anzufangen, jetzt tust du alles, damit ich auch noch eifersüchtig werde. Aber du bist doch kein eifersüchtiger Typ, stimmt's? Nein, absolut nicht. Und du warst noch nie meinetwegen eifersüchtig? Nein, war ich nicht. Und warum warst du meinetwegen noch nie eifersüchtig? Ich weiß auch nicht. Vielleicht, weil du meine Frau bist? Vielleicht, weil du mich nie betrügen würdest? Du bist dir deiner ja ziemlich sicher. Nein, ich bin mir deiner sicher.